Hallo, guten Abend, der NRW-Boy 18 wieder hier. Ich begrüße euch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Perry Rodan. Mir geht es gesundheitlich, sagen wir mal, auf dem Weg der Besserung. Und ja, weil mir mein Rücken so weh tut, ich nicht mehr liegen kann im Moment, habe ich mir gedacht, spielen wir nochmal ein bisschen Perry Rodan. Ich habe mir in den letzten Tagen sehr viele Gedanken gemacht. Ich bin leider erst gestern dazu gekommen, das letzte Video hochzuladen. In der Zwischenzeit, wie gesagt, habe ich mich hier ein wenig umgeguckt und habe so das ein oder andere gefunden. Der ein oder andere hat mir auch über ein paar Tipps weitergeholfen. Vielen lieben Dank nochmal an euch. Und das versuche ich jetzt mal hier herauszufinden. Und zwar, wir erinnern uns ja, dass wir, jetzt weiß ich nicht mehr, woher wir die genau haben, diese Roboterlisten. Wenn wir hier ein bisschen warten und hier nochmal mit links reinklicken, tada, können wir hier eine Typnummer eingeben. Und das habe ich als Anhaltspunkt genommen, um Folgendes mal zu versuchen. Hallo. Achso, ich muss auf OK gehen. Ja, ja, ich weiß, Fehler. Wir haben nämlich hier in einem Raum ja einen Roboter gehabt. Übrigens habe ich rausgefunden, wenn wir hier auf den Ausgang mit rechts klicken, können wir das abkürzen. Also somit wird mir das Spiel wieder mal ein wenig sympathischer. Und genau hier wollte ich hin. Hier haben wir nämlich hier vorne links diesen wunderschönen Roboter, der ja im Prinzip vor, ja, sage ich mal, seinem Schaukasten steht. Und diese Felder hier, das sind ja immer die Felder, die wir anklicken können, um etwas über das Exponat zu erfahren. Und der Roboter, der steht hier vor. Und wenn wir hier klicken, erfahren wir was über den Roboter. Pericon 300 Kampfroboter, das habe ich mir auch schon angeschaut. Dieser kleine, aber damals schon hochgerüstete Kampfroboter mit der Typennummer 558025 war wie alle Kampfroboter der 500er Baureihe mit neuester Meta-Erkennungstechnik ausgerichtet. Das heißt, er erkannte nicht nur die speziellen, nur vom Feind benutzten Materialien, er reagierte auch auf deren spezifisches Bewegungsmuster und Motorik und so weiter und so weiter. Ich glaube, mich daran auch daran erinnern zu können, dass ich genau diesen Text auch im letzten Teil vorgelesen habe. Aber hier kommt es jetzt explizit auf die Typennummer an, die wir hier in der zweiten Zeile lesen. 558025. Das Ganze können wir jetzt hier in unsere Typenliste eingeben. Und zwar 558025. Tada! Und wir erfahren Näheres über diesen Roboter. Nämlich, das ist die Typnummer, haben wir ja gerade eingegeben. Typ Mobile Unraid System auf Bewaffnung. Offizielle Bewaffnung. Mit, das kann ich nicht lesen, weil weiß auf weiß kann man nicht schlecht erkennen. Arkondianisches Kristallimperium, Pericon 300, bla 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 bla. Plattenpanzerung ohne genetischen Schutzschirm, bla 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 bla. Frequenz 849.109. Und da ist der Stein bei mir ins Rollen gekommen. Und dann habe ich mich erinnert, dass wir ja hier so eine wunderschöne Wing Schwung GT5000 Multi-Soft Glide Fernbedienung haben. Und da ist auch das Lustige, wenn wir hier warten und hier auch nochmal mit links reinklicken. Wobei das wir ja auch schon hatten, wo wir dieses kleine Raumschiff da gesteuert hatten. Ja, und jetzt können wir hier natürlich, wie sollte es doch anders sein, genau diese Frequenz eingeben. Und ich glaube, was wir dann machen können, glaube ich, könnt ihr euch schon denken. Es hat tütütütüt gemacht. Wir stehen ja eigentlich jetzt schon im Roboter drin. Das ist eigentlich ein Grafikfehler jetzt schon. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, schaut mal, das ist gelb. Tada! Wir haben die Kontrolle über ihn. Und können ihn jetzt sozusagen hier jetzt überall durch die Gegend schubsen. Wir haben auch die Möglichkeit, ihn rennen zu lassen. Oder auch langsam vorwärts gehen. Er ist schon irgendwie ein bisschen süß. Auch wenn der Kopf ein bisschen sonderbar aussieht. Ja, und dann habe ich mir überlegt, boah geil, was kannst du mit dem Ding alles anstellen? Es hört sich jetzt an, als wenn ich hier Stunden vorgespielt hätte. Keine Sorge, so ist es nicht. Ich habe mich dann hier überall umgeschaut. Und zwar genau einen Screen zurück haben wir hier diese, ja, zentrale Kammer. Ich weiß nicht, wie man das sonst nennt, mit dieser Statue auf jeden Fall von Mondra. Da haben die Akoniden Tora hier
Tatsächlich. Tora meine ich doch. Und das ist mir damals schon aufgefallen, wo ich hier war, aber ich habe es mir nicht angeguckt. Und zwar, wenn wir uns hier das unten mal anschauen. Hier ist ein Schalter am Boden. Mal sehen, wofür der ist. Hm. Hoppla. Warum kann man Toras Statue absenken? Das muss doch einen Zweck haben. Ja, und genau diesen Zweck habe ich mir dann überlegt. Was könnte das für einen Sinn haben? Habe mich dann in... Ja, der kommt jetzt wieder hoch. Die Statue. Habe mich dann nochmal hier in jedem einzelnen Raum In jedem einzelnen Raum umgeschaut und habe mir auch nochmal alle Exponate angeschaut. Und dabei ist mir dieses... Wo ist denn mein Robby hin? Wo ist Robby? Robby ist weg. Dieses Exponat hier mal genauer angeschaut. Und da haben wir Dagor Schwert. Dagor ist sowohl eine philosophische Schule der Arkoniaden, ähnlich dem terranischen Zen, als auch eine arkonidische Kampftechnik, die von den sogenannten Dagoristas ausgeübt wird. Allerdings können diese beiden Bereiche nicht streng voneinander getrennt werden, sondern gehen teilweise fließend ineinander über. Dagor sollte ursprünglich die waffenlose Kampftechnik vergleichbar mit den terranischen Kampfsportarten asiatischer Prägung lernen, die mit Hilfe der Meditation perfektioniert werden konnte. Dies wurde durch den Ritterorden der Dagostristas, wie auch immer, geleistet, die sich individuelle und an ihre Fähigkeiten angepasste effektive Waffen schufen. Eine besondere Disziplin der Dagor-Kampftechnik ist der Schwertkampf. Zu Übungszwecken verwenden die Dagostias Übungsschwerter aus Holz, die den Namen Katsugo tragen. Meine Güte. Dieser Begriff wird synonym für die Schwertkampftechnik der Dagoristas verwendet und bedeutet so viel wie Schwertweg. Das Dagor-Schwert bildet dabei eine Energieklinge aus, deren Konsistenz und Durchschlagskraft abhängig ist von der Willensstärke und Konzentration des Dagoristas. Dagorista. Meine Güte. So. Wo ist Robby? Robby, komm mal her. Robby! Da ist Robby. Robby ist, der geht manchmal wandern und wenn ich ihn rufe, kommt er aber Gott sei Dank wieder. Ja, und dann habe ich lustigerweise mich hier auch nochmal überall dran versucht und lustigerweise genau dieses Exponat, wie wir ja hier sehen können, konnte ich mit meinem Robby anklicken. Das hat leider nicht den durchschlagenden Erfolg. Diese alten Blechbüchse fehlt der rechte Schwung. Ja, und da habe ich mir gedacht, hey, was soll das? Also muss das irgendwie wichtig sein. Also habe ich es immer und immer und immer wieder versucht. Und er sagte, der rechte Schwung... Wir stellen uns jetzt hier mal rechts hin. Und? Nee, auch nicht. Das hat leider nicht den... Das hat hier wirklich eine Weile gedauert. Aber es hat funktioniert. Irgendwann. So, jetzt Achtung. Grafikglitch. Nein, immer noch nicht. Das hat leider nicht den durchschlagenden Erfolg. Komm du mal diese hier alten weg. Blechbüchse. Halt die Klappe. Na jetzt? Nein. Das hat... Aha. Och Mann. Das hat leider nicht... Es hat funktioniert, Freunde. Glaubt es mir. Der rechte Schwung. Ich bin das von hier vorne. Mei. Jedes Mal verliert man die scheiß Fernbedienung hier. Oh, wieder nicht. Das Problem ist, er rennt immer genau an ein und dieselbe Stelle. Und das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Okay, das hat leider nicht den Durch. Ja, was ist, wenn wir hier einfach mehr Anlauf nehmen?
Das dauert hier noch eine Weile, Freunde. Ich werde das schneiden. Bis gleich. Okay. Ich hab's doch nicht geschnitten. Ihr habt es gesehen, ich habe es jetzt doch geschafft, wie auch immer. Was man hier genau machen muss, es liegt wohl einfach nur im, ja, im Anlauf. Und jetzt können wir es nehmen. Weiter habe ich bisher, also ich habe es auch noch nicht aufgehoben gehabt. Da habe ich, wie gesagt, dann abgebrochen, weil ich jetzt hier nicht unnötig weit ohne euch fortspielen wollte. Aber... wir haben das. Waffe der genannten Akkulien in den Künsten der bla bla bla. So, und jetzt gehen wir hier mal wieder zurück. Und meine Hoffnung ist jetzt, dass dieses komische Schwert in die Hand von Thora passt. Wo ist Robby? Robby, komm mal her. Robby! Da ist Robby. So. Da haben die Akkuliden Thora ja. Hier. Ja, da doch. Drück doch einfach auf den Knopf hier. Ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. So, ausprobieren und es funktioniert. Ja, aber was? Da haben die Akkoniden Thora hier, haben die... Ja, super. Das hat ja jetzt erstmal überhaupt nichts gebracht. Na super. Wo war jetzt dieser eine Raum? Wo wir... nein, da nicht. Dieser komische Zwischenraum, wo wir die kleine Kugel hatten mit dem Schalter. Die habe ich nämlich, glaube ich... ah, ich glaube, den Schalter habe ich nämlich noch ausgeschaltet gehabt. Na, wo ist dieser komische Raum jetzt? Dass man das hier abkürzen muss, das finde ich so geil, dass wir uns das nicht angucken müssen. Also wie gesagt, dafür sammelt das Spiel echt Pluspunkte bei mir. Da ist der Raum. Ich glaube, den habe ich noch... ja, der ist aus. Schalten wir den mal an. Hier kann man irgendetwas aktivieren. Aber ich habe keine Ahnung, was. Oh. Na? Wenn nur alles im Leben so einfach wäre. Ja. Wenn nur alles im Leben so einfach wäre. Hat jetzt was funktioniert oder? Wieso war ich da noch nicht? Ach, der hat jetzt die Verriegel. Ah, okay, alles klar, alles klar. Die Sperren sind aufgehoben. Ah, oh. Die Kathedrale dieses Museums. Was für ein beeindruckender Raum. Da sage noch eine akkonidische Architektur sei einfallslos. Wow. Okay. Wow. Jetzt weiß ich auch, was in der Ausstellung gefehlt hat. Was für ein Koloss. Was haben wir hier? Beam me up, Scotty. Oh, wie geil ist das denn? Wo komme ich denn jetzt hier überall hin? Nee, warte mal. Ich will mich hier unten noch weiter umgucken. Wow. Na, jetzt weiß ich auch. Halt die Klappe. Wo komme ich denn da hin? Wow. Na, okay. Nirgendwo hin. Das heißt, ich komme jetzt hier echt nirgendwo hin. Oh, was haben wir hier? Diese Platten sehen so ähnlich aus wie die von diesem Elohim-Spiel. Wofür werden die hier benutzt? Ah. Diese Platten. Okay. Sie sieht so aus, als könnte man dort etwas anschließen oder einsetzen. Und wenn ich mich nicht täusche, hat das genau die Form der Supranlinse. Geht nicht. Warum? Er sagt, er hat die, es hat die Öffnung und geht nicht. Geht nicht. Sieht so aus, als... Wow.
Oh nein. Okay, dann versuchen wir mal die anderen. Beam me up, Scotty. Was haben wir da? Wo bin ich jetzt? Ich denke mal, ich bin jetzt unten drunter. Am Fuß? Ach, auch zu. Wie könnte es auch anders sein? Natürlich. Ein ziemlich antikes positronisches Schloss. Um es zu öffnen, bräuchte ich einen passenden Schlüssel. Wo auch immer dieser jetzt schon wieder ist. Eine Kontaktplatte. Normalerweise sollte die irgendetwas auslösen. Ja, dann löst doch. Diese Türen lassen sich öffnen, aber... leider nicht von Hand. Er hat seine Hände noch nicht mal benutzt. So, und die letzte Tür ist natürlich auch geschlossen. Das müsste dann der Fuß des... Diese Türen lassen sich öffnen, aber... Ah, okay. Was haben wir hier? Ah ja, okay. Dann nach ganz oben. Oh! Was für ein riesiges Ungetüm. Der ist doch mindestens 20 Meter hoch. Schwer vorzustellen, dass er von den Elohim nur für friedliche Zwecke gebaut und eingesetzt wurde. Die Tür kann nur von der anderen Seite geöffnet werden. Hier gibt es ganz schön viele Sicherheitsvorkehrungen für ein einfaches Museum. Allerdings. Ich meine, klar, das ist noch nicht auf, aber trotzdem. Wie sieht's denn jetzt eigentlich in der Halle aus? Müsste ja eigentlich direkt hier neben sein. Ah, die ganzen Kraftfelder sind weg. Das heißt, wir können uns hier überall bedienen. Oh, wie finde ich das herrlich. Was ist da mit dem Hologramm, mit der... Oh, mit dem Knochen da, das könnte ja vielleicht auch aufgelöst sein. Dieses Arachieder-Erz scheint direkt etwas mit der Anwesenheit der Elohim in unserer Milchstraße zu tun zu haben. Ist vielleicht nützlich, wenn ich eine Probe davon bei mir habe. Eine Lampe kann man immer gebrauchen. Die einfach da mal in der Luft schwebt, okay. Ich habe nicht die Hälfte von der Beschreibung kapiert, wozu dieser Haken gut sein soll. Aber wenn es wirklich Technologie ist, die von den Elohim benutzt wurde, kann es mir sicher noch nützlich sein. Sí, señor, sí, señor. Und hier haben wir jetzt, was immer da oben, da hält sie ja das Schwert hin. Interessant. Ah. Erinnert an die Tigaranton, die Heimat der Akoniden und ihre vier Hauptplaneten Archon 1 bis 4. Hallo? Interessant. Erinnert an Klappe. Die Tigaranton, Klappe. Die Heimat der Akoniden. Was ist das? Ist alles? Interessant. Erinnert ja, an die Tigaranton. Haben die Akoniden-Tora hier tatsächlich ein Denkmal gesetzt? Ach nee, von da kam ich doch. Nein, zurück. Das ist ja jetzt dämlich. Aber Robby steht hier vorne und das ist schön. Wie schön, wie schön. Akonidische Impulsstrahler sind einfach extrem unhandlich. Dieser Laserpointer ist das einzig wirklich Brauchbare an dieser Waffe. Ein weitreichender weißer Laser und damit unsichtbar. Okay. Kann ich mir jetzt immer noch... Ach so, ja, okay. Ja, okay, das ist... Was? Modell des Tigaranon. Ein altes und kostbares Modell des sogenannten Tigaranon. Das heißt, Christus oder Arktis. Dieses Modell wurde. Okay, hier steht drei Planeten. Stehen aus Skolit, einer wertvollen Legierung, die geringfügige Beimengungen eines fünfdimensional schwingenden Metalls namens Lurs in sich trägt. Das Modell ist also von hohem pekuniären Wert, was auch immer dieses Wort bedeutet. Und es ist besonders symbolträchtig, da es eines der ältesten. Der ältesten erhaltenen Wertstücke ist, das Tigaranton zeigt. Hierbei handelt es sich um die Erschaffung des in unserer Zeit wieder bestehenden gleichschenkligen Dreiecks der Archon-Planeten 2 bis 4, die gemeinsam auf die Umlaufbahn des ersten gebracht wurden und dort ein perfektes gleichseitiges Dreieck bilden. Na, das könnte nochmal wichtig werden.
Okay. Dieser alte Raumer wäre ein schönes Stück für Bullis Sammlung. Aber ich klaue doch nicht akonidisches Eigentum aus einem Museum für Völkerverständigung. Wieso habe ich da jetzt kein Vorschaubild gehabt? Ist denn hier gar niemand? Ich möchte gern den Direktor sprechen. Der Kurator dieser Ausstellung hat offensichtlich nicht so viel zu tun gehabt. Hoppla, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? In diesen Transportbehältern werden wohl die Artefakte für die Ausstellungen transportiert. Okay. In diesen Transportbehältern werden... Ja, okay, ich hab's kapiert. Was ist denn das? So ein Objektheber ist ausgesprochen hilfreich. Ah. Besonders bei schweren Objekten schont er den Rücken ungemein. Hm. Vor allem, wenn der schon 3000 Jahre auf dem Buckel hat. Aber es ist ja cool, Das finde ich aber jetzt echt cool, dass wir jetzt tatsächlich mal ein bisschen... Da ist wohl ein Vogel reingeflogen. Obwohl, gibt es auf Titan überhaupt Vögel? Wo da? Was ist... Blauer Glassplitter. Teil eines bunten Glasfensters in einem der Lagerräume des Museums. Okay. Da ist wohl ein Vogel reingeflogen. Ja. Da ist wohl ein... Moment mal. Diese Container enthalten Waffensysteme. Ja. Und der hier stammt aus einer terranischen Produktion. Aber klar, Martel hat den Bohrer hierher geschickt und der ist zumindest nicht hier. Ach, Herr Jemine. Schönes Licht, dafür, dass es von mehreren Atomsonnen künstlich erschaffen wird, um der Titanoberfläche Wärme und ausreichend Licht zu spendieren. Schönes Licht. Schönes Licht. Ach so, da meint er das Fenster. Okay, ja, alles klar. Da ist wohl ein Vogel reingeflogen. Ja. In diesen Transportbehältern werden wohl die Artefakte für die Ausstellungen transportiert. Okay. Also es wird hier echt immer geheimnisvoller. Wo geht's hier hin? Hier muss doch irgendwo mal einer anzutreffen sein. Hätte nicht gedacht, dass ich schon so weit oben bin. Ich auch nicht. Und die Musik verheißt jetzt aber nichts Gutes. Die gewaltigen Überreste der Stahlfestung Titan. Als der überschwere Letrikon Herrscher über die Milchstraße war, hat er sie seinerzeit bauen lassen. Später beherbergte einer ihrer Sockel aus PEW-Metall sein Bewusstsein. Aber nachdem wir ihn daraus befreit und in einen Multi-Cyborg transferiert hatten, konnten wir die Stahlfestung für unsere eigenen friedlichen Zwecke nutzen. Ach, Jemini. Wetten, die Tür ist verschlossen. Wetten. Nicht? Wow. Außen hui und innen pfui. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Scheint so eine Art Zisterne zu sein. Aber als Trinkwasser kann man das wohl kaum benutzen. Eine Art Antigravlift. Aber solange hier Wasser drin ist, kann man nur noch unten tauchen. Und das Wasser sieht nicht sehr gesund aus. In dieser Brühe kann man überhaupt nichts erkennen. Aber irgendwas steht da am Boden. Könnte ein Gleiter oder eine Rakete sein. Oder eine aufgestellte Riesenklarinette. Okay, was haben wir denn alles hier bekommen? Eine Grubenlampe vielleicht da. Das kann doch nicht funktionieren. Na, reinleuchten denn eben nicht. Laserpointer anpointen. Nee, das wird scheint so eine Art Zisterne zu sein. Ja, doch. Kann der auch nach unten gleiten? Keine Ahnung. Ja, okay. Scheint so eine Art Zisterne zu sein. Aber als Trinkwasser kann... Halt doch die Klappe. Okay, also denn... Na, komme ich hier wohl nicht klar. Wo ist Robby eigentlich? Kann ich Robby hier hinholen? Tatsächlich! Haha! Hallo, Robby! Robby, Tobby und das Flievertü. Okay. Die Frage ist jetzt, ob ich... Dadurch, dass sich ja jetzt hier alles ein bisschen verschoben hat. Komme ich da wieder hin? Jetzt bin ich hier. Hier ganz vorne. Was hat sich hier irgendwas verändert? Ah, das bist du.
Seit der Einweihung war ich nicht mehr. Okay. Kleine Servobots. Okay. Nee, hat sich überhaupt nichts verändert. Schade, ich hätte jetzt gedacht, dass sich hier vielleicht irgendwas... Ziemlich verschlossen. Kein Schloss, kein Riegel, nicht mal ein Türgriff. Und bei der Stabilität dieser Tür bräuchte ich wahrscheinlich diesen Superbohrer aus Martels Labor, um da durchzukommen. Freunde, die Zeit ist erreicht. Wir machen hier Schluss. Ich denke, wir sind gut vorangekommen und dann bin ich sehr gespannt, was die Zisterne noch so für Geheimnisse in sich birgt und wie wir das Wasser da rauskriegen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. NRWBoy18. Adieu.